Servus meine Freunde. Okay, warte, vielleicht soll ich erstmal nur leer. So, jetzt geht's einigermaßen. Servus meine Freunde, ich hoffe mal wieder, euch geht's richtig, richtig gut. Mein Zimmer sieht mal wieder wie immer richtig, richtig scheiße aus, aber das ist mir komplett egal. Falls ihr das Video von gestern gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass ich das Video von gestern auch heute gemacht habe, also gerade eben. Also ist ein perfekter Übergang und ich werde jetzt auch direkt meine Sachen packen, also habe ich eigentlich schon. Mann, sehe ich hier verfressen aus. Oh, wie viel Gummibärchen. Ich habe hier in meinem Rucksack noch irgendwie Lichter oder Kabel oder sonst was zu meinen Van. Und das werde ich jetzt erstmal packen und dann direkt runter zu meinem Van gehen. Zum Glück ist da nichts Wertvolles drin. Hier seht ihr noch die Überreste von meinem Schneemann von gestern, den ich umgecheckt habe. Ups. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es einfach krass, wie kalt es ist im März. Im März. Mitte März. What? Mensch, sieht es hier ordentlich aus. Aber ich will als allererstes mal schauen, ob die Batterie jetzt wirklich kaputt ist oder nicht, wie ich gestern wieder gesagt habe. Das muss ich noch checken. Batterie ist jetzt angeschlossen, also die Ersatzbatterie, die auf alle Fälle Strom haben sollte. Mal schauen. Alter Leute, hab ich ein Glück. Ihr hättet das ohne Witz sehen müssen. Ich habe gerade eben eigentlich schon aufgegeben, die Batterie ging irgendwie nicht, es ist nicht angesprungen. Ich dachte mir schon so, scheiße Mann, jetzt geht's nicht. Und dann habe ich aber nochmal geschaut, was wirklich an der Batterie liegt, ob die Batterie aus ist. Also ich habe die Batterie abgeschlossen, dann ging das eine Licht nicht mehr. Dann habe ich sie angeschlossen, dann ging das Licht wieder. Das heißt, ich wusste dann sozusagen, dass die Batterie noch geht. Dann hatte ich gerade so Schiss, dass der Motor nicht mehr geht. Dann habe ich gedacht, komm, einmal kann ich es noch versuchen. Und jetzt läuft er, juhu. Ja, Xenia, ja, ja, ja. Bedeutet jetzt auch, dass wenn ich Glück habe, dass die Batterie gar nicht ganz kaputt ist. Ich laber glaube gerade nur Scheiße, weil Xenia mich gerade so ablenkt. Aber ich kümmere mich jetzt mal um Xenia und dann bin ich gleich wieder da. Ich habe jetzt zwar gerade wieder wild alles irgendwie rumstehen, aber trotzdem, jetzt muss erstmal hier wieder eine kleine Testfahrt gefahren werden. Also halt hier auf unserem Grundstück. Davor muss ich aber erstmal noch den Schnee da vorne wegmachen. Ups! Berg hoch. Oh Gott, es wird noch so hart, sich an diesen Van dran zu gewöhnen. Also halt an die Maße an sich einfach schon. Weil das halt einfach so ein großes Auto ist. Aber man gewöhnt sich ja an alles, Leute. Das schaffe ich auf alle Fälle noch. Ich glaube, so stehe ich einigermaßen, okay? Ah ja, ich habe extra ein bisschen weiter von der Wand weggepackt, weil da vorne die Dinger sind, dass ich näher an, also dass ich hier weiter reinfahren kann. Ich hoffe, das macht Sinn. Also keine Ausrede, es war wirklich so. Aber ja, ist doch eigentlich ganz schön eingepackt hier. Juhu. Warum ist Schnee im März? Macht mich fertig. Warum? Also jetzt, ich glaube, ich habe das Ganze verstanden. Und zwar, glaube ich, war mein Kontakt von der Batterie an den Motor, also dieses Kabel da, was man so dran schraubt, da war halt irgend so ein Belag drauf, so oxidiert oder sonst was, kein Plan. Ich hatte zwar Chemie, aber egal. Genau aus dem Grund hat es keinen guten Kontakt, deshalb hat es nicht so perfekt übertragen. Weil jetzt, wenn ich jetzt den Schlüssel einstecke und den umdrehe, springt der Van einfach perfekt an. Also es kann nicht an der Batterie liegen. Das ist auf alle Fälle was, was mich riesig freut, dass die Batterie wenigstens nicht kaputt ist. Genug zum Thema Van und Batterie, das ist jetzt abgeschlossen. Ich hasse es einfach, jetzt funktioniert es endlich wieder. Weiter geht's mit dem Umbau, was ich heute noch so alles erledigen wollte. Und zwar muss ich zuallererst mal hier abmessen, wie lang das von da nach da ist, damit ich schauen kann, wie lang meine Garderoben werden müssen, weil die muss ich abschneiden und neu nehmen. Das kann doch was werden, aber meine Mutter hilft mir zum Glück dabei. Und zwar sollten die so 1,83 sein, das schreibe ich mir gerade mal schön auf. Ich habe hier gerade einen richtigen Struggle, mein ganzer Van ist voller Müll und ich muss hier Sachen abmessen. Nice! Aber genau, die Fenster will ich ja auch so mit so einem Klett hier sozusagen dran befestigen. 60 lang sein, je nachdem wo ich sie befestige, aber ich sag mal, ich werde sie wirklich genau an der Kante vom Fenster befestigen, weil das da am besten kleben wird, also der Klettverschluss. Bedeutet, das Ding sind 2,45 von der Länge her. Das heißt, es passt eigentlich perfekt und ich glaube, alle Fenster sind genau gleich. Passt also perfekt, wenn ich es mal so mit meinen mathematischen Künsten zusammenrechne. Ist nice. Das ist jetzt zwar arschkalt, aber das ist mir scheißegal. Ich will halt unbedingt weitermachen. Ihr seht ja hier, sieht es gerade richtig kacke aus. Hier ist richtig viel Müll. Das Problem ist halt, ich kann den Müll noch nicht wegmachen, weil unsere Mülltonnen voll sind. Wow! Ich kann schon seit Ewigkeiten die Tür mal verlieren und ich würde sagen, ich teste mich da heute mal dran. Ich hole jetzt mal alles zum Putzen und sonst was, stelle es dann auf und dann werde ich die Tür heute noch fertig machen. Und hier bin ich auch schon wieder. Ich habe jetzt hier
puren Alkohol und Allzweckreiniger. Mit dem werde ich einmal erstmal davor alles abputzen. Also hier einmal die Flächen dran mit Alkohol nochmal, dass es so komplett desinfiziert. Ich glaube, das sollte auf alle Fälle reichen. So, die Tür ist jetzt endlich sauber. Meine Hände sind arschkalt, aber egal. Bei mir sieht das Ganze jetzt so aus. Ich kann ja irgendwie nicht gescheit so um die Kurven rumgehen. Und der da ist auch an der breitesten Stelle, steht er hier so ein bisschen über. Das heißt, ich werde ihn jetzt ungefähr so mittig platzieren und dann einmal von da oben nach da unten sozusagen einfach so hinkleben. Also einfach so lang gehen die Sachen. Wie gut ich das hier hinkriege, dass ich das da drum mache. Hier kann ja auch wieder ein Riesenstück freigeschnitten werden. Und ja Leute, ich würde sagen, bevor mir meine Finger abfrieren, rede ich mal nicht so viel und fange einfach mal an. Ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, dass ich zuerst den oberen Teil machen werde, weil ich hier sonst viel zu viel von der Folie verschwenden würde, was ja doof wäre. Okay, ich brauche auf alle Fälle noch einen Föhn und das muss ich jetzt ratzfatz machen. Also für euch geht es so schnell. Hier bin ich wieder mit meinem Föhn. Ich würde sagen, weiter geht's. Okay, erster Versuch ist auf alle Fälle gescheitert. Ich muss es auf alle Fälle noch wegmachen, weil ich habe da einen Riss und an der Seite irgendwas Schlechtes. Und ich würde sagen, zweiter Versuch. Okay, ganz kleines Problem. Okay, eigentlich kein kleines Problem, sondern ein richtig, richtig großes Problem. Und zwar habe ich jetzt das zweite Mal auch verkackt. Hiermit mit dem Loch und damit mit den ganzen Rissen hier habe ich bewiesen, dass ich endgültig nicht folieren kann. Und das sieht aber so geil aus. Leute, stell dich mal vor, die ganze Tür wäre einfach in dem foliert, also in der Farbe. Aber entweder ist es jetzt wirklich zu kalt oder ich bin einfach viel zu blöd. Ich muss das Ganze jetzt hier stoppen, sonst mache ich mir nur meine ganze Folie kaputt. Es ist richtig, richtig ärgerlich. Es ist wirklich richtig ärgerlich. Tut auch richtig weh, das wieder wegzureißen, aber es muss einfach sein, weil es so scheiße aussieht. Manu, man, das hätte so geil aussehen können. Mann, hier ist es so ein Scheiß. Es ist wirklich, es ist einfach, ich bin gerade so genervt, dass es nicht funktioniert. Also nicht nur aus dem Grund, weil ich jetzt gemerkt habe, dass ich nicht folieren kann, oder aus dem Grund, weil jetzt die Folie einfach weg ist und das ja auch Geld ist, sondern einfach aus dem Grund, weil ich jetzt keinen Plan habe, was ich jetzt an die Türen machen will, beziehungsweise was ich jetzt dann sonst noch machen will. Also ich kenne hier einen Folierer in der Nähe, für den habe ich auch schon mehrere Filme gemacht, aber ich sag halt einfach mal, dass es für mich viel, viel zu teuer ist, wenn ich alles von dem folieren lasse. Das heißt, ich könnte jetzt vielleicht sprayen oder sowas, aber dafür müsste ich halt die Türen komplett aushängen. Leute, ich habe keine Ahnung. Schreibt mir mal irgendwas in die Kommentare und bevor ich jetzt hier Negativität in den Vlog reinbringe, werde ich auf alle Fälle mal alles hier selber aufräumen und wir sehen uns dann wieder drinnen im Haus, weil es wird jetzt auch dunkel und schon wieder nichts hingekriegt heute. So, hier bin ich jetzt wieder. Ich habe auch alles aufgeräumt. Ich kann einfach leider nicht folieren. Wie ihr seht, ich habe gerade eben auch noch geduscht. Meine Haare liegen gerade irgendwie viel zu perfekt. Besser. Ja, ich muss mir auf alle Fälle irgendwas anderes überlegen. Ich würde mich auf alle Fälle freuen, wie vorhin schon gesagt, wenn ihr irgendwas in die Kommentare schreiben würdet und ich es irgendwie ansprayen soll oder sonst was. Ich muss einfach mal schauen, ob ich vielleicht mit anderen Stickern, einfach mit so kleinen Stickern so vollklebe. Vielleicht sieht das ganz cool aus. Ihr seid bestimmt kreativer da als ich, also hoffe ich auf alle Fälle mal. Ich lasse mir jetzt die nächsten Tage auch irgendwas einfallen. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie lang dieser Vlog ist, aber trotzdem, Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Vlog ein bisschen ablenken. Ich hoffe, euch gefallen auch diese Van- und Bauvideos einfach genauso wie mir, dass ich einfach jeden Tag immer so ein bisschen weiterkomme. Ich finde es eigentlich selber ultra geil. Noch zu guter Letzt,
falls ihr das Video von gestern nicht gesehen habt, dann würde ich mich auf alle Fälle unbedingt freuen, wenn ihr das nochmal anschaut, weil ich muss das einfach zwischendrin mal für eine Stunde runternehmen, weil ich das Ganze noch bearbeiten musste und dann nochmal hochladen musste, beziehungsweise Teile halt rausschneiden musste. Deshalb wurde das bei vielen einfach nicht angezeigt. Also gestern ging es eben um die Fanpages und sonst was. Also wirklich, falls ihr das noch nicht gesehen habt, falls bei euch nicht angezeigt wird, dann schaut auf alle Fälle mal vorbei. Also unten in der Videobeschreibung auch nochmal der Link dazu. Am Ende in der Endcard ist genauso drin. Also wirklich, schaut mal noch vorbei, tut mir den Gefallen. Lasst einfach nochmal einen Aufruf da, weil das halt wirklich viele Leute einfach übersehen haben. Und das haben die Fanpages nicht verdient. Und hier bin ich auch schon wieder am nächsten Tag, um den Vlog noch zu beenden. Was war das gestern für ein Tag? Bevor ich das Video jetzt noch beende, Grüße gehen noch raus an Kati Smile, weil sie schreibt, das Setup ist echt nice. Oh, hab durchgehend gegrinst, als du über meine Fanpage geredet hast. Ich finde das so süß von dir, dass du einfach ein ganzes Video nur über uns machst. Das ist so süß. Ich werde heute endlich den Merch bestellen. Ha, keine Angst, Marcel, ich hab nicht vergessen. Nur ein paar Klausuren. Bin die aus Ö. Also Österreich, haha. Wirklich, Grüße gehen raus an dich. Danke, dass du dir meinen Merch kaufst. Wie immer, falls ihr morgen wieder dabei sein wollt, dann schreibt unter dem Hashtag StuffStuff einen Kommentar, damit ich eben weiß, dass ihr in dem Video erwähnt werden wollt. Vergesst das Hashtag StuffStuff nicht. Kat jetzt eben auch nochmal ganz unten drunter geschrieben, das geht genauso. Aber Leute, vergesst es nicht. Ich würde jetzt dann nochmal sagen, wie immer, ihr seid die Besten. Haut rein, hoffentlich helft mir bei meinem Problem. Und jetzt bin ich durcheinander gekommen. Aber wie immer, hier sind die Besten. Haut rein. Bis morgen. Ciao. Und noch meine Liegestützen. Ciao. Wie lange halte ich das noch durch?